Das ist richtig. Gut, wir können den Jude auch dann komplett ignorieren. Wir müssen ihn jetzt nicht machen. Aber jetzt jedes Mal ein Stock. Es gibt leider Starfield-Fans, die sagen, ach, die Modern machen das schon, anstatt dass die Entwickler es fertig... True. Ich bin auch gar kein Freund. Also das Spiel ist, wie gesagt, ich spiele es auch tatsächlich. Ich mag auch das Spiel. Aber ich finde es an manchen Stellen, es ist eine Katastrophe. Also, das will ich auch nicht schönreden. Es ist einfach an manchen Stellen eine absolute Katastrophe. Aber, naja. Aber ich komme doch jetzt hier nicht durch. So komme ich bestimmt durch. Und der Dude ist immer noch da. Und ich werde es auch definitiv nicht schönreden. Kann ich mit der Fackel... Ja. Sie halten uns immer noch auf. Wir sind fast da. Wir müssen... Fast. Wie kommen wir jetzt da hin? Das heißt, wir müssen doch wahrscheinlich den ganz... Ah, nein, müssen wir nicht. Guck mal. Aber wenn ich doch jetzt das hier werfe, dann wird er das doch... Wird er das doch bestimmt mitbekommen, oder? Wir werfen mal nicht. Wir gehen erstmal runter. Ja, hat nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich wollte. Aber wir können das erstmal machen. Nein, 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 nein! Hm, okay, gut. Dann vom Kontroll. Marvel Spider-Man 2 ist für mich dieses Jahr das geilste Spiel in Sonic Games. Liefert einfach. Du bist schon der Zweite, der es heute in den Chat schreibt. Tatsächlich. Du bist heute schon der Zweite. Ich habe auch Lust auf das Spiel, aber momentan sieht es bei mir echt schwierig aus. Was zur Hölle? Wer ist da? Keiner. Na los, zeig dich! Nö. Nicht hierher, nicht hierher. Das ist jetzt... Wie gesagt, du bist heute schon tatsächlich der Zweite, der mir das schreibt. Oh, sorry, ich wollte eigentlich nicht anbrennen. Ich wollte das machen. Gut. Das Spiel will ich mir tatsächlich auch noch angucken. Aber das, ist momentan alles ein bisschen schwierig. Aber naja. Zu viele Spielezeit lasse das Game heute ja nicht. Zu viele Spielezeit lasse das Game ja nicht ab. Das erste Mal zu spielen ist immer das Beste. Das ist richtig. Das ist richtig. Ne, momentan ist das eher bei mir geldtechnisch eher ein Problem. Aber ich möchte nicht wieder drauf eingehen. Ich bin da die letzten Streams viel zu oft drauf eingegangen. Das möchte ich jetzt einfach nicht wieder. Nicht, dass es dann wieder heißt, nee, das möchte ich dieses Mal nicht. Also es ist nicht böse gemeint. Gut, haben wir irgendwie eine Fackel, die, also ein Stück Holz, was wir nutzen können, damit wir vielleicht dahinter kommen. Wir sollen ja da an der Tür rein, bloß habe ich gerade das Problem, dass... Oh, guck mal. Warte mal, das kann ich da bestimmt... Oh. Ja, vielleicht nicht so. Schade. Wenn die jetzt da essen gehen, komme ich da bestimmt an die Kiste unten ran, oder? Nice. Und hier habe ich noch was. Aber ich bin doof. Stimmt, ich kann das ja auch mit der... Oh mein Gott, na klar. Warum mache ich mir jetzt so einen Umweg? Okay, ich hätte das theoretisch auch mit dem Dings machen können. Naja. So nämlich... Jo, die Ratten haben keine Lust mehr. Runter hier. Ah, das war ein bisschen... Okay, guck mal, da muss ich doch was craften. Da haben wir ja zum Glück zu Genüge davon. Nein, stopp. Nicht das, das. Jo. Und das nächste auch, bitte. Jo, die bauen dann einfach einen Turm, die Ratten. Gut, dann müssen wir jetzt noch tatsächlich hier einmal durch. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Wir sind da. Wir sind am Turm. So, und dann wollen wir da gleich mal reingehen. Und zu damit bitte. Danke. Ja, wie gesagt,
Oh. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vodor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vodor zu Hugo. Jojo, ja, bitte nicht spoilern. Ich, ja. Eine Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Das ist eine gute Frage. Keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Ich denke mal, das wird ein Rätsel sein. Die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Das werden wir jetzt bestimmt herausfinden. Hinter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Mhm. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung. Aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Jupiter, wie Zeus? Okay, wie? Z. Ah. Jetzt sagt sie nix. Hätte ich... War das schon richtig? Ah, da haben wir schon. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schwert mit durchkreuzendem Mars, Speer. Das ist es. Also, Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol Venus ähnelt einer ist der erste Planet der Sonne. Ähnelt wie eine Halskette. Das hier. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Such nach einem Kreis mit senkrechtem Strich. Mhm. Das müsste Venus sein. Ja, wenn das aber Venus ist, das soll ja nicht dahin. Das hier. War das richtig? Das ist es doch, oder? Oder hätte ich das einfach nur tauschen müssen? Aber am Ende kommt alle drei Spider-Mans. Ach nee, ups, vertan. Hä? Hä? Okay, ja, cool. Okay, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Und fertig. Ich glaube... Das sind alle, glaube ich. So rum. Ja. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister. Warte mal, irgendwie... Ich muss doch mal lesen. Fand ich das... Ach nee, du war aber schon auf Plugtail bezogen. Okay, ich dachte gerade einfach nur, ich habe das aber falsch gelesen. Dachte, war jetzt ziemlich verwirrt. Also, was du wissen musst, ich bin ein ziemlich verwirrter Mensch. Also, wenn du mit sowas kommst, dann geht da alles... Was habe ich jetzt falsch gemacht? Nein, alles gut. Gut, wir müssen hier durch die Tür. Was ich theoretisch fragen könnte, ist, wie waren deine Erfahrungen, als du das Spiel gespielt hast? Ich weiß, ich glaube, ich habe das vorhin schon gefragt, weiß aber nicht genau, ob du das beantwortet hast. Ja, da, naja, mit der Story, ja. Und da oben, ja, genau. Nee, war mein. Du hast, okay, habe ich gerade gelesen. Oh. Magister Vodin, ich bin Amicia Derun. Die Tochter?
Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Hugo, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Wir sind schon in Kapitel 3. Eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Oh, wie das aussieht, wenn das regnet, wie geil. Oh Gott, wie sexy sieht das denn bitte aus? Ich bin immer noch, wow. Ich bin immer noch begeistert von dieser Grafik des Spiels. Ich spiele das beispielsweise ja auf, Dieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Alles auf maximaler Einstellung. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte jetzt hier noch so ein 4K-Bildschirm stehen, aber das ist mir dann doch ein bisschen... Es wird einfach immer schlimmer. Zu teuer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Mhm. Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Ja, die dann auch. Guck mal. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf. Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein. Wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte. Gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt gerade mal seit 3 Stunden. Also so lang spiele ich das Spiel noch gar nicht. Alle verschwunden. Ja, weil es regnet. Nehme ich an. Oder die Pest breitet sich aus. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? Weiß nicht, da hat's gestunken. Mhm. Hoffentlich dauert es nicht lang. Wer weiß warum. So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? Nee, ist unten, die sind da runter zur Arena gegangen, stimmt. Hier waren wir jetzt noch nicht, aber wie kommen wir jetzt hier durch? Alles klar. Bist du bereit? Immer. Ja, immer. Gehen wir. Aber
Aber wo genau gehen wir jetzt hin? ...2022? Ich dachte 2020. Oh. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel. Der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Tatsächlich habe ich gedacht, dass es noch... Okay. Schweinefleisch! Saftige Bratenstücke! Okay, spätestens bei der Videobeschreibung hätte ich es herausbekommen. Aber okay, ich dachte 2019, 2020 war die Veröffentlichung, aber das ist... Okay. Nice. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst? Ja, doch. Ich habe einen Kochschinken, also einen Kochschinken schon. Schinken bei mir in der Küche stehen, das ist riesig. Könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Ich glaube, den Leuten geht es ja auch nicht gerade ganz besonders, aber ich denke mal eher, das ist Blut von den ganzen Tieren, die sie hier schlachten. Ist das eine Schweinenase? Und demonstrieren die da hinten? Was ist da los? Ich bin neugierig. Kamera? Geht's dir gut? Ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, Mama. Mhm. Ich glaube, das ist eine Demonstration, oder? Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Aaren. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Vielleicht. Schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verschweigt ihr uns? Gab es Tote? Einen anderen Weg. Können wir vielleicht einfach da durch? Wahrscheinlich nicht. Eine Seitengasse. Was meinst du? Wie kommen wir da rein? Warte. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Eingang, den wir suchen müssen. Ah, guck mal hier. Ja. Okay, aber... Ah, guck mal. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Wir sind gleich wieder weg. Ja, ich denke nicht, dass wir gleich wieder weg sind. Der Punkt ist auch einfach, die Story fesselt einfach zu sehr. Und wenn man möchte, einfach wissen, wie es weitergeht. Das ist richtig. Ich habe mir auch tatsächlich vorgenommen, eigentlich nur 2 Stunden zu spielen. Aber ich bin jetzt bei fast 3 Stunden. Und ich möchte weiter spielen. Bloß, ich habe... Ja, okay. Das ist richtig. Also... Nicht nachdenken und nicht atmen. Sekunde. Tatsächlich sind... gute Spiele wie ein gutes Buch, was einfach fesselt. Ich weiß nicht, ob du lesen tust. Ich möchte jetzt auch nichts unterstellen. Aber ich lese auch ganz gerne für mich selber einfach. Manchmal ein Buch und manchmal, wenn ich dann lese, denke ich mir so, komm, machst du halt 20 Seiten. Ganz einfach, ganz chillig, ganz schnell. Und dann bin ich so bei 200 Seiten. Das war bei einem Roman, da habe ich 200 Seiten an einem Tag gelesen, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Und so genau ist es auch bei Spielen. Also wirklich einen guten Spiel mit einer guten Storyline, was sich wirklich reinzieht, wo das auch ein bisschen die Charaktere tiefer haben, wo du wirklich wissen willst, wie es weitergeht, fesselt das natürlich. Also das ist natürlich bei vielen Spielen auch einfach der Sinn. Da willst du auch einfach nicht aufhören. Naja, gut, ich wollte das nur kurz gesagt haben. Aber wenn du das schon weißt, wahrscheinlich. Das ist eklig. Oh nein, sag nicht. Ja. Hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, eklig. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Ich muss kotzen. Gar nicht hingucken. So, komm hoch hier. Wie Gott. Viel Blut. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Da hinten sind wieder Ratten. Ah, guck mal, eine Kiste. Die nehme ich gerne mit. Bin ich gemutet? Nein. Falls ich mal nichts sagen sollte und du siehst mich reden, einfach Bescheid sagen. Ich habe manchmal die Neigung dazu, mich einfach zu muten. Steht im Weg. Dann müssen wir den wegschieben. Weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Na dann. Ui. Uff. Uff. Das war nicht gut. Nicht schon wieder. Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es.
Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Ja. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nachtschatten.